Hallo Ladies und Gentlemen und willkommen bei einer weiteren Folge Squabblouts Unlimited. Was in der letzten Folge passiert ist, ist völlig irrelevant. Und das sage ich nicht, weil ich keinen Plan habe, was passiert ist. Gib mir etwas, um diese Orks umzureiten. Ich würde behaupten, ein Pferd. Sieht sehr schön aus. Ja! So, aber erstmal machen wir uns selber jetzt wieder ein paar Flügel, damit wir fliegen können. Und dann gucken wir mal, wer denn noch was von uns möchte. Überhaupt irgendjemand hier? Ja, du. Was willst du denn? Gib mir etwas, um den König zu unterhalten. Eine Flöte. Eine Querflöte. Oh yeah. Ich muss mich jetzt ein bisschen hier gerade an was gewöhnen. Und zwar höre ich mich jetzt selber nicht mehr auf den Ohren. Ich hasse dieses Rüschenkleid. Gib mir etwas Stilvolleres zum Tragen. Ja, was denn? Eine Baggy. Gibt's nicht. Etwas Stilvolleres. Aha. Ich habe nämlich jetzt mir eine neue Soundkarte geholt. Und bei der neuen Soundkarte ist es jetzt so, dass ich mich selber nicht mehr höre. Auf den Kopfhörern. Und das habe ich vorher getan. Gib uns Waffen. Panzerfaust. Bam, Junge. Bam. Oh, mein Eis. Wieso kommen wir da nicht rein? Auf jeden Fall sollte die Qualität jetzt um einiges besser sein. Mit der neuen Soundkarte. Zumindest im Aufnahmetest, den ich mal gemacht habe. War das so? Wollte der König nicht auch noch was von uns? Nö, wollte er nicht. Okay. Hier können wir runtergehen. Gibt's denn da auch irgendwas? Boah, ich habe schon so lange nicht mehr aufgenommen. Ha, gib uns etwas, um unseren Kameraden aus dem Gefängnis zu holen. Okay. Ich will überhaupt einen Schlüssel. Ja, das läuft ja richtig. Das läuft ja. Oh, du kannst als Maxwells Bruder Shadow spielen. Wie sieht denn der aus und wie ging das überhaupt nochmal? Wie ging das nochmal mit den Avataren? Nein, nicht den Objekteditor. Wie konnte man nochmal die Avatare öffnen? Entfernen? Ah, da, Avatar. Dieser Shadow, dieser Ninja. Wenn ja, spielen wir als der. Boah, ja, Ninja. Ninjas sind nämlich hammerfett. Oh yeah. So, was müssen wir denn jetzt noch tun hier? Mal ein bisschen rauszoomen. Gibt's hier überhaupt noch was? Nö. Gibt's nichts mehr. Aber wir können mal das Level zurücksetzen. Und dann können wir den Orks helfen. Hilf uns, am Ritter vorbeizuschleichen. Orks und Schleichen? Wie soll denn das gehen? Ihr könnt den Tod hauen. Mit einer Axt. Nee, nicht so. Boah, wisst ihr, was ich mal ausprobieren will? Jetpack. Gibt's das? Oh yes. Hammer nice. Wow. Wo kommt denn der her?
Riesiger Paladin. What the fuck? So, wer will noch was von uns? Hier schon mal keiner. Huch. Wie kommen wir denn nach da? Ich möchte da gerne hin. Wie kommen wir da hin? Was? Fragezeichen, willst du was? Nö, du willst nichts. Dann lass mich in Ruhe. Irgendwie... Vielleicht hier rüber? Ja! Okay. Du willst irgendwas. Hilf mir, meinen Freund zu retten, aber töte dabei niemanden. Adjektiv hinzufügen... Hat funktioniert? Hat nicht funktioniert. Doch, hat funktioniert. Nice. So, bevor wir den machen, gehen wir noch nach da oben. Das ist nämlich der letzte. Der Stein der Weisen ist... Der Stein der Weisen ist... ist fast fertig, aber ich brauche noch ein Bestandteil, das es schon lange gibt. Ein Stein? Okay. Stabilities Gesamt 25. Hilf einer Echse beim Aufwachsen, damit sie der Schrecken des Königreichs wird. Ja, warum auch immer wir das tun sollten, aber ja, machen wir einfach mal. Oh geil, jetzt haben wir so eine geile Schweißermaske oder wie? Diese Baby-Eidechse will ein großer, starker Drache werden, aber sie ist zu gewöhnlich. Mach sie magisch. Adjektiv hinzufügen. Magisch. Kreativität for the win. Sie ist ein Eisdrache. Gib ihr etwas, das ihr den kraftvollen Eisatem verleiht. Eisatem. Gibt's nicht. Eiskalte. Funktioniert nicht. Okay. Eiskalte. Machen wir wieder weg. Könnte man denn da machen? Eiswürfel, das ist das Adjektiv, was ich suche. Funktioniert auch nicht. Warum nicht? Schreib etwas, das mir kraftvollen Eisatem verleiht. Den nächsten Tipp gibt es in 22 Sekunden. Die 22 Sekunden warte ich jetzt einfach mal. Hui, 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 hui. 10 Sekunden. Hui, hui, hui. Schneeflocke, ja, ich weiß, krieg's ja jetzt, wenn die 10 Sekunden um sind. So, jetzt sind sie um. Ich liebe Gefrorenes, ja, das hilft mir jetzt extrem weiter. Vielleicht, wenn ich dir die so gebe. Was jetzt? Trainiere deinen Drachen. Stell jemanden in den Käfig, der es mit einem Eisdrachen aufnehmen kann. Dragonborn gibt's nicht. Das Drachenblut. Drachengott. Drache versus Drache. Bam. Und aus dem Drachen wird ein Menschenskelett. Natürlich. Da, 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 bam. Da, da. 26 und das Level vollständig. So,
Wo gehen wir denn als nächstes hin? Was haben wir hier? Stichpunkte-Sumpf. Ach du Scheiße. Ja komm, gehen wir erstmal hier hin. Der Saurus-Park. Klingt doch gut hier. Dinosaurier männlich. Und Jurassic Park kommt ja jetzt, wann kommt Jurassic Park? Heute ist Donnerstag. Ich glaube, am Samstag kommt Jurassic Park im Kino. Jetzt möchte ich aber erstmal was ausprobieren. Nee, kein Flugdrachen. Ein Feuerdrache. Gibt's nicht. Schade. Haben wir das Jetpack noch? Ja, wir haben das Jetpack noch. Ich habe meinen lila Spielzeugflugsaurier Pterodactylus verloren. Findest du ihn für mich? Einen lila... Ah, da ist er doch. Aufsammeln. Wie hast du den denn nach da oben gebracht? Wow. Hilfe, sorgt dafür, dass mich der... Was? Freundlich. Yeah. Läuft doch. Wir wollen mit einem Dinosaurier spielen, der uns nicht auffrisst. Eine Echse. Eine Erbse. Nimm diese Erbse. Und führe uns zum Sieg. Aber was weiß ich denn? Dinosaurier. So. Nein, ich will den nicht absteigen. Vegetarier. Vegetative. Vegetative heißt müde. Vegetative heißt anscheinend müde, funktioniert auf jeden Fall. So, Indiana Jones, was willst du? Damit man einen Dinosaurier klonen kann, muss dieser Bernstein etwas enthalten, das Blut saugt. Ein Vampir. Funktioniert das? Funktioniert! Was macht denn bitte ein Schaf hier? Ernsthaft. Dieses Schaf sieht einfach nur aus wie ein Schaf. Hilf, damit es in die Ausstellung passt. Hörner. Hörner. So. Schuppen. Flügel. Ah. Get doch. Boah, wie viele Leute wollen denn hier was von uns? Verhindere, dass Wax die Dinosaurier jagt. Wer von euch ist Wax? Du bist Wax. Tief hinzufügen. Freundlich klappt irgendwie immer. Was willst du? Das Abendessen steckt mir im Hals fest. Lass mich niesen, damit es wieder rauskommt. Pfeffer. Hötschi. Haben wir damit alle 7 von 10? Wo fehlt denn hier noch einer? Oh, Kuck, sie lieben sich. Wie romantisch. Nein, nicht den Korb. Hilf mir, dem Plesiosaurus beizubringen, wie man Körbe wirft. Du bist der Plesiosaurus. Warte. Sportlich. Stattlich.
Funktioniert nicht. Erstmal ein Basketball. Erstmal müssen wir dem überhaupt einen Basketball geben. Funktioniert nicht. Ah, hat funktioniert. Wir mussten ihn selber reinwerfen. Ah, alles klar. Du willst auch noch was von uns? Dieser Schmetterling verursacht in der Zukunft eine Katastrophe. Beseitige ihn, bevor es zu spät ist. Ja, kein Problem. Dann gib mir mal ein geiles Katana. Bam! Der Schmetterlingseffekt. War das nicht irgendwie so von... Ich weiß... Da kommt noch einer. Egal. Adjektiv hinzufügen. Brennend. Brennt das jetzt? Geil. Jetzt haben wir ein brennendes Katana. Wie fett ist das denn? Gibt den Raptoren Beute, die sie fangen können? Einen Hasen. Guten Hunger. Kluges Mädchen. Damit haben wir schon wieder ein Stability Board. Das läuft ja heute wie geschmiert. Also mal schnell einen Schluck getrunken. Ein Dinosaurier ist entlaufen. Schreibe jemanden, der ihn wiederfinden kann. Ein Jäger. Der Jäger findet vom Dinosaurier keine Spur. Gib ihm ein Gerät, das ihm dabei hilft, den Dinosaurier aufzuspüren. What the fuck? Eine Lupe? Keine Ahnung. Oh, funktioniert. Sehr schön. Diesen super versteckten Dinosaurier. Leck mal Marsch. Der Plan des Jägers ist es, den Dinosaurier zurück in den Käfig zu locken. Platziere etwas im Käfig, das den Dinosaurier ködert. Wo ist der Käfig denn? Ich sehe keinen Käfig. Ist das der Käfig? Riesige Stahlbox. Ah. Fleisch. Jeder von uns... Wow, der ist voll böse. Jeder von uns mag Fleisch. Guck mal, wie böse der ist. Der Dinosaurier hat den Köder nicht beachtet und jetzt sitzt der Jäger in der Falle. Gibt dem Zoowärter etwas, das die Aufmerksamkeit des Dinosauriers auf sich zieht. Eine Flöte. Eine Panflöte. Funktioniert sogar. Der Dinosaurier sieht nach dem vielen Umherrennen ziemlich müde aus. Findet einen Weg, um ihn einzuschläfern. Betäubungsgewehr. Gibt's das? Dart Blaster. Was ist denn Dart Blaster? Benutze es. Du hast gar nicht geschossen, du Arsch. Okay, das war einfach. Und weiter. So. Jetzt gab es hier aber noch einen, ne? Das machen wir in der Folge jetzt hier noch. Wo ist er denn? Da ist er doch. Wir können ihn rekonstruieren. Ja, dann fangen wir mal an. Bam, bam. Boah, ich bin Ninja-Doktor. Dieser Tyrannosaurus Rex ist schwer verletzt. Zeit, ihn wieder aufzubauen. Gib ihm als erstes etwas zum Wedeln. Einen Schwanz. Die Operation ist störungsfrei verlaufen. Als nächstes braucht der Tyrannosaurus Rex eine neue Energiequelle, damit er mit diesen Verbesserungen zurechtkommt.
Eine Batterie. Eine Autobatterie. Oh yeah! Zeit für die letzte Operation. Wir mussten das Maul des Tyrannosaurus Rex ersetzen. Gib ihm etwas Scharfes, damit er seine Nahrung kauen kann. Ein Katana, weil Katana einfach geil sind. Und das funktioniert natürlich auch. Selbstverständlich. Jawohl. Die Operation war ein Erfolg. Jetzt braucht der Robo-Tyrannosaurus Rex nur etwas Flüssigkeit, damit er läuft. Gib dem Robo-Tyrannosaurus Rex etwas, das sein Herz antreibt. Öl. Goal. So, wir nehmen uns den Stability und hauen ab. Da, down, down. Bam. 29 haben wir schon. Level vervollständigt. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Haut rein, Leute.